Hier ist Miss Mixi. Heute möchte ich einen ganz schnellen Reiberdachi-Teig euch zeigen. Und zwar, meine Kinder kommen jetzt gleich aus der Schule und da muss man schon was zaubern. Das Reibekuchen-Rezept, wie es hier im Grundkochbuch heißt, ist auf dem Chip drauf. Deswegen können wir da gleich ratzifatzi anfangen. Also hier als Reiber bei uns in Bayern heißt Reiberdachi oder auch Kartoffelpuffer genannt. Ich nehme die Hälfte vom Teig, weil ich nur für die zwei Kinder heute koche, deswegen langt mir jetzt hier. Nehmen wir die Hälfte, wir brauchen jetzt 500 Gramm Kartoffeln. 555 macht auch nichts, das ist nicht so schlimm. Also 75 Gramm Zwiebeln, wunderbar. Ein Esslöffel Zitronensaft, also quasi so ein halber, ein bisschen Spritzel. Dann kommt ein Teelöffel Salz, also ein halber Teelöffel Salz. Ich will euch das zeigen, weil das nämlich wirklich ratzifatzi geht. Halber Teelöffel Salz, dann ein Viertel Teelöffel, also ein Achtel Teelöffel, also einfach halt ein bisschen Pfeffer hinein, 10 Gramm Speisestärke, ups, war nicht so wild, und 10 Gramm Haferflocken. Halbes Ei geht jetzt nicht, deswegen tue ich jetzt das ganze Ei da hinein. Und Deckel, super. Die Rolle ist nicht da. So bin ich vorbereitet. Da steht Spatel einsetzen und während sich das Messer dreht, den ein bisschen bewegen. Das können wir ja machen. 12 Sekunden, Stufe 5. Wunderbarer Teig. Und der Clou an der Sache ist, ich mache den jetzt nicht in der Pfanne, sondern, ihr seht schon, ich habe hier schon mein Waffeleisen hergerichtet. Der wird jetzt quasi im Waffeleisen gebacken, weil ich finde das immer ganz furchtbar, wenn es dann immer so alles so umeinander spritzt. Deswegen mache ich den jetzt einfach mal hier im Waffeleisen. Ich fette das ein bisschen ein. So. Dann kommt der da hinein. Voilà. Den verteilt. Da kommt da ein bisschen drauf, dass er die schön verteilt. Und dann warten wir, wie wir mit. Ich zeige es euch gleich, gell? So, jetzt schaut es mal her. Mein Reiberdachi aus dem Waffeleisen ist fertig. Kommt da oben noch ein Glecksal Apfelmus drauf und dann sind wir fertig. Mittagessen fertig, die Küche ist sauber geblieben, weil das spritzt dann nämlich nicht so raus. Und genau, nette Idee. Ich hoffe, ihr macht es einmal nach und schaut, sagt mir dann Bescheid, wie es euch ergangen ist. Liebe Grüße, eure Miss Mixi. Ciao, bis zum nächsten Mal.